Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Yetivin, alias Matt, nein, andersrum. Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Yetivin und heute wird es bei einigen von euch ein bisschen quer sitzen. Da bin ich mir fast sicher. Denn ey, wir lieben alle Franchises. Ihr liebt Franchises, ich liebe Franchises. Es gibt aber Franchises, die ihr mögt, die mag ich aber nicht. Und darum geht es heute. Und ich weiß, ich müsste es nicht nochmal betonen, möchte es aber trotzdem tun. Es ist eine rein subjektive Liste. Ne? Wenn ihr ein Franchise hier in dem Video seht, welches ihr abgöttisch liebt und vergöttert und verteidigt, voll in Ordnung, alles super. Ich möchte hier auch kein böses Blut anzetteln. Ich möchte gerne nur vielleicht ein bisschen erläutern, wie ich versucht habe, in die Serie einzusteigen und was mir daran nicht gefällt. Und dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir an mit Franchise Nummer 1. Und das ist Pokémon. Ja, und das ist komisch, als Kind der späten 90er, Anfang der 2000er irgendwie Pokémon zu nennen, denn das ist ein Phänomen in der Gaming-Branche, aber auch noch weit darüber hinaus. Ich habe aber trotzdem auch die Anfangszeit sehr gerne Pokémon geguckt zum Beispiel oder auch die Gameboy-Spiele Rot und Blau gespielt. Nur ich habe schon damals zur Schulzeit gemerkt, es gibt da welche, die nochmal viel intensiver dabei sind, die alle Namen kennen, alle Weiterentwicklungen, alle Attacken und so weiter und so fort. Da bin ich schon längst ausgestiegen und dann nach, mit all den weiteren Generationen war ich schon gar nicht mehr dabei. Ich habe es zwar immer wieder probiert mit einigen Pokémon-Spielen, aber mir hat das Sammeln von Pokémon nie so richtig getaugt und das ist eigentlich, finde ich, die Grundvoraussetzung von Pokémon, dass du das Sammeln und das Erforschen und Entdecken der ganzen Fähigkeiten irgendwie magst. Hat mir nichts gegeben, ich habe auch die Karten dann nicht mehr gesammelt, ich habe auch die TV-Serie nicht geguckt, die Kinofilme habe ich dann nicht geguckt. Ich bin dann irgendwann mal einfach so ausgestiegen, was bei den Spielen vielleicht nochmal interessant ist. Ich weiß, dass da sehr viele irgendwie immer drauf pochen und auch wenn es da viel Kritik gibt, ein neues Pokémon-Spiel ist immer für viele eine Sensation, was Besonderes. Für mich sind die Spiele allerdings immer ein bisschen zu lasch gewesen. So. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vielleicht falsch verstehe oder falsch empfinde. Ich finde das alles charmant, aber als Spieler war ich eigentlich bei dem Thema einfach raus. Deswegen ist Pokémon eines der Franchises, die an mir vorbeiziehen. Und auch das ist natürlich ein No-Go für viele Monster Hunter. Mit Abstand erfolgreichste Franchise von Capcom. Und ich bin nicht dabei. Obwohl ich die Monster Hunter Rise Demo ein paar Runden ausprobiert hatte und ich habe gemerkt, ja, ich verstehe schon irgendwo diese Faszination, dass das Kampfsystem, das Jagen, das wirklich dieses Niederringen dieses Monsters, das macht Spaß. Das kann halt wirklich auch eine gewisse Freude auslösen, aber mir macht dieses rudimentäre Spielprinzip einfach keinen Spaß. Also Monster jagen, um Sachen zu erbeuten, um sich Waffen zu schmieden, um größere Monster zu jagen, um mehr Beute zu kriegen und so weiter. Also immer dieser Ablauf, das gibt mir einfach gar nichts. Dadurch, dass es einfach keine narrative Ebene gibt und dass dieser rudimentäre Ablauf auch alleine vielleicht auch überhaupt nicht so viel Spaß macht wie mit Freunden und ihr wisst ja, ich habe keine Freunde, ist das alles irgendwie einfach nicht mein Ding. Und deswegen habe ich jetzt das Ganze einfach mal für mich auf die Seite gelegt. Es ist ein Spiel, das unfassbar beliebt ist, sehr, sehr viele Fans hat und ich da auch jedem den Spaß gönne. Nur ich bin nicht dabei. Und das Gleiche haben wir jetzt mit einer ganz, ganz besonderen PC-Spielereihe, die ja mittlerweile eigentlich auch auf den Konsolen zu Hause ist, und zwar Diablo. Diablo ist einfach schon seit Jahrzehnten ein Thema. In meiner Schulzeit war das auch von Leuten rauf und runter gespielt worden. Ich kenne ganz, ganz viele, die da mehrere hundert Stunden versenkt haben und heute noch teilweise das Ganze zocken. Aber ich konnte mit dem ganzen Klicke nichts anfangen. Ich bin ja ein großer Fan von westlichen Rollenspielen, ne? Mittelalter-Setting, Echtzeitkampfsystem, alles super. Aber wenn es dann schon so in die Richtung eines, diese Auto-Angriff-Kampfsysteme geht, da bin ich dann meistens raus. Da kann ich vielleicht noch mit so einem Dragon Age Origins mich arrangieren, weil da die Story und das gesamte Setting mir taugen. Beim Kampfsystem bin ich da so ein bisschen vorsichtig, aber wenn selbst das nicht vorhanden ist und es genau dieser rudimentäre Ablauf ist, den ich auch schon bei Monster Hunter kritisiere, dann bin ich raus.
Und Diablo ist halt so ein Fall. Auch da gehst du stundenlang immer in die gleichen Dungeons, kloppst die gleichen Gegner weg, um eine Beute zu kriegen, um dich einfach zu verbessern. Und das mit einem Kampfsystem, das halt einfach nicht mehr ist als, und das sage ich in Anführungsstrichen, klicken, 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 anderer Angriff, Cooldown, jetzt das, dann das, dann das. Das gibt mir gar nichts, sage ich dazu nur. Obwohl mir das Setting sehr gut gefällt, aber es ist halt einfach leider nicht mein Spiel und nicht mein Franchise. In dem Sinne, Diablo. Franchise Nummer 4 ist auch so eine ganz, ganz besondere Nummer. Devil May Cry, ich probiere es immer wieder. Jeder Teil, der rauskommt, irgendwie taugt es mir. Dämonen, geile Kampfmoves und so. Aber ich merke sehr schnell, ich werde sehr schnell gelangweilt. Und ich weiß, dass das komisch ist. Das Spiel sprotzt nur so vor Over-the-Top-Action. Alles völlig überdreht. 5000 Salti und 2 Doppelschwerter und Flammen und was auch immer, was da alles immer am Start ist. Geile Cutscenes und so. Ja, zum Zugucken taugt es mir. Aber wenn ich das Pad selbst in der Hand habe, weiß nicht, eine Stunde spiele, bin ich schon satt. Ich will dann einfach meistens nichts mehr. Ich will dem Spiel auch nichts Böses. Ich bin zwar kein Fan von Dante und dieser ganzen Figur, aber grundsätzlich möchte ich dem Spiel nichts Böses. Das ist stylisch, das ist so tief, dass man da sich auch mit den ganzen Kombosystemen sehr lange mit beschäftigen kann. Aber da mich das auch nie interessiert, hat Devil May Cry am Ende nichts zu bieten. Weil ganz ehrlich, die Story ist meist Käse, die Spielfiguren auch völlig überzeichnet. Und da bin ich dann irgendwie nicht mit dabei und mich kann halt leider nichts abholen. Deswegen eines der Franchises, die ich immer wieder probiere und die irgendwie nie meins sind, Devil May Cry. Wer mich kennt, der weiß, dass ich einfach ein großes Problem mit Sonic habe. Und man kann mir nichts nachsagen, als wenn ich das nicht probiert hätte. Ich habe jede Menge Sonic-Spiele schon probiert. Ob es jetzt die frühen Sonic-Teile sind, auch nachgeholt, Sonic Knuckles und so. Ich habe Sonic Generations gespielt, Sonic Unleashed. Ich habe wirklich verschiedene Sonic-Spiele gespielt, selbst Sonic Mania. Und ich muss immer wieder feststellen, es ist einfach nicht mein Spiel. Und bei Sonic gibt es mehrere Dinge, die mich stören. Also allein schon das ganze Spielprinzip. Die Levels sind so ausgelegt, dass man sie auswendig lernen muss, um wirklich einen Spielflow zu haben, um Spaß zu haben. Und das will ich nicht. Ich möchte keine Levels nochmal und nochmal und nochmal spielen, damit ich die richtigen Wege herausfinde. Und das ist das Problem. Du bist so schnell, du hast so eine Geschwindigkeit drauf, dass ich ständig irgendwo hängen bleibe, gegen irgendeinen Spike laufe, alle meine Ringe verliere und dann wieder, weiß ich, wieder beschleunigen muss. Das macht mir einfach keinen Spaß. Und gerade bei 2D-Jump'n'Runs stehe ich einfach auf so eher langsamere Vertreter wie ein Donkey Kong, Mario, Rayman, das ist irgendwie eher mein Ding. Da ist Sonic einfach mit seiner Geschwindigkeit und seinem, weiß nicht, Speedrun-artigen Plattformer einfach nicht meins, aber das ist noch nicht alles. Sonic vom Design finde ich wirklich super, finde ich cool, ist ein cooler Charakter, aber all die Figuren drumherum, die finde ich so dermaßen austauschbar und so weird einfach, das ist alles immer so weird. Und dann hast du noch so diesen edgigen, funky Gitarrensound, der irgendwie alles so cool machen soll und alles ist immer so edgy und, oh nee, ich kann mit Sonic einfach nichts anfangen. Ich kann nicht viel damit anfangen, aber ich kann es würdigen dafür, dass es schon seit Jahrzehnten in der Gaming-Landschaft nicht mehr wegzudenken ist und auch wahrscheinlich wird Sonic auch lange Zeit noch bei uns sein. Ich kann aber selber einfach nichts damit anfangen, deswegen ist Sonic eines dieser Franchises. So, das war jetzt der letzte Punkt auf dieser Liste. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren zu den Franchises etwas sagen, aber was mich brennend interessiert, welche Franchises habt ihr schon mal probiert und festgestellt, es will einfach nicht funken? Schreibt es in die Kommentare, welche Franchises das sind. Und wenn ihr Bock habt, solche Videos weiterhin zu sehen, dann würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. In dem Sinne bin ich raus, macht es gut, habt einen schönen Tag. Ciao.